Willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir befinden uns auf dem Weg zur Terrainsel, haben Medoli an Bord und jetzt muss ich kurz mal gucken, wo die Terrainsel ist. Genau in diese Richtung. In diese Richtung. Da vorne sieht man sie, da ist sie. Das heißt, wir waken nochmal kurz den Wind und dann können wir dahin. Denn Medoli hat ja sozusagen ihre Bestimmung erkannt, weiß jetzt, was sie zu tun hat und wir helfen natürlich dabei. Denn sonst kommen wir da auch gar nicht rein. In den Terra-Tempel. Ob es ein weiterer Dungeon ist, ist eine Frage, die ich mir gerade so spontan gestellt habe, während ich hier gerade übers Meer fahre. Und sehr praktisch, dass wir diese Teleportationskraft haben. Das ist überaus gut. Jetzt brauche ich nur noch das schnellere Segel und dann ist eigentlich alles ziemlich geil. Okay, da vorne ist er auch. Wir waren da schon mal drin, haben da die Hymne des Terra-Gottes, glaube ich, hieß das, gelernt. Und der meinte dann so, ja, bring die zurück zu mir, die auch so ein Instrument hat. Und da auf Medolis Rücken können wir es schon erkennen, diese besondere Harfe. Die will der irgendwie dann anschauen oder haben oder keine Ahnung. Deswegen bringen wir sie ihm einfach mal. Denn Medoli scheint in irgendeiner Form auserwählt zu sein. Oh yeah. Alright. Das nur so am Rande. Da vorne ist er auch schon. Denn die Kraftarmbänder und das, die Eispfeile und die Feuerpfeile haben wir schon. Und haben wir uns einfach mal hin teleportiert, lol. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, in dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolgt also bitte die Anweisung. Wenn Erik in der Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Erik A drückt, dann vertraue ihm und nie nicht hin. Auf dass er dich tragen kann. Alles klar. Und du? Wenn Medoli an der Stelle in dem Tempel nicht weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstück das Musikstück, das du im Turm der Götter gelernt hast. Hast du mich verstanden? Du beschützt Medoli, Erik, und Medoli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, den Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Ja, das Antlitz vom Anfängs der Welt zu bösen. Ja, genau. Das Lied im Turm der Götter? Was war das nochmal? Egal. Info. Da ist ein Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. So. Dann mach mal. Unten, Mitte. Rechts, links, Mitte. Macht Medoli jetzt mit? Ja. Schöne Melodie. Ich mag die. Okay. Melodie, dann geht's jetzt für uns wohl da rein. Auf geht's. Terra-Tempel. Scheint ein Dungeon zu sein. Hinterher. In den tiefen Schlund. Alter. Da sind wir auch schon. Guten Tag. Was geht hier ab? Wie kann ich dir behilflich sein? Ah, sie kann fliegen. Können wir das auch? So halbwegs. Nehme ich dich jetzt mit. Das erinnert mich so ein bisschen wie an Prinzessin Ruto. Die kann ich ja gar nicht ab. Während mir Medoli um einiges sympathischer ist. Ich wollte nur kurz den Gegner hier mal ausschalten, damit er uns gleich keine Probleme macht. So, der ist tot. Oh, nice. Oh. Very nice. Zack. Und. Na. Zack. Und du gleich hinterher. Zack. Lo, Alter. Ja, stark jetzt. Spinnst wohl, hä? Nice, ein Armband. Ey, der lebt immer noch. Wie viel halten die denn aus? Jetzt ist er down. Das
Spawnst doch nochmal so ein cooles Ding. Jo. Alter. Vielen Dank. So, Medulli. Das ist noch zu. Dann komm mal mit. Wir können mit Melody fliegen. Da ist noch so ein Idiot. Tschüss. Ah, man sieht sogar, wie man ihm die Kette klaut. Alter. Jo. Warte mal. Ich nehme mal kurz ein Item hier zur Hand, was dem kleinen Herrn da sehr gut gefallen könnte. Spast, ey. Mein Gott. So. Alter. Die sind echt großzügig hier. So, Melody, jetzt geht's weiter. Zack, zack, zack. Erik, ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch ein wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm den Taktstock und weise mir den Weg. Was? Ah, sie meint da drüben. Den Taktstock. Ups. Das war doof. Ich glaube, ich muss, darf sie nicht werfen, weil sonst fliege ich runter. Aber den Taktstock kann ich gar nicht verwenden, während sie auf mir drauf ist. Wie meint sie das? Den Taktstock nehmen. Ja. Hä? Durch wiederholtes Drücken von A? Macht sie doch gar nicht, dann springe ich hier ab. Das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt irgendwie was falsch verstanden? Wahrscheinlich, ne? Ich versuche aber mal so mit ihr rüber zu jumpen. Hä? Wenn ich A drücke, dann lasse ich sie doch fallen. Das ist... Was ist das für ein Scheiß? Ja, ist ja so. Kann ja gar nicht sein. Erik, ich fühle mich so etwas... Jaha. Durch Wiederholung... Geht ja nicht. Geht ja nicht. Wo soll ich sie erst ablegen, dann den Wind da rüber machen oder wie ist es gemeint? Ich lege sie jetzt hier mal ab. Jetzt soll ich den... Was? Links, Mitte, rechts, Mitte? Ist das das richtige Lied? Keine Ahnung. Hä? Was? Ach, wir sind gerade... Lol, wir können Medulli spielen. Was zum Teufel? Das ist aber auch neu, oder? Ah. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Jetzt, okay, vielleicht mal die Anweisung lesen. Und runter. Oh. Fail? Ziemlich. Ich komme hier einfach hochgeflogen, ist mir doch egal. Wie Link sie kontrollieren muss. Aber... Ich verfüge jetzt über wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orte tragen kann, aber ich würde mein Bestes geben. Heute halte ich... Ach so, sie braucht ein bisschen... Bisschen Confident. Man kann nicht steuern, während sie... Okay, na gut. Ich komme rein, ich komme rein. Das ist das Blind Let's Play, Leute. Das ist das Blind Let's Play. Gewöhnt euch dran. Man kann nicht steuern, während sie fliegen. Wir müssen also schön gerade abspringen. Genau so. Schön. So. Dann gehen wir da drauf. Dann legen wir sie ab. Dann drücken wir das. Dann machen wir links, Mitte, rechts, Mitte. So.
Jetzt jumpen wir in sie rein. Jetzt fliegen wir darüber. Ich sehe gar nichts übrigens. Danke. So. Gehen da drauf und Tür geht auf. Ach so. Wie kommt sie jetzt hierher? Kommt sie überhaupt? Oh. Habe ich sie jetzt gerade geopfert? Ich hoffe nicht. Oh, was bist du denn? Ein schwarzer Chuchu. Ih, was bist du denn? Warte. Verbrennen. Juck den nicht. Der ist unzerstörbar. Vielleicht mit... Aha. Warte, mit dieser coolen... Special oder mit Eispfeilen. Nein, auch dann nicht. Okay, schon mal eine Abkürzung geschaffen, aber... Ich muss die noch irgendwie besiegen können. Was ist das denn hier? Hier sind auch noch einige Türen. Was bist du? Wie besiege ich euch? Sind sie steinern? Jetzt muss ich sie vielleicht sprengen. Kann es sein? Ich spreng die einfach mal. Den Hammer der Gerechtigkeit? Nein. Ach. Der Hammer der Gerechtigkeit geht bestimmt auch, aber wie habe ich das denn gerade... Ach so, ich habe die hier ins Licht gelockt, ne? Oder? Ja, absolut. Okay, deswegen ist hier auch so ein Lichtstrahl. Deswegen, ich dachte, man könnte hier irgendwie raushüpfen oder so, aber nein. So, sorry, Melody. Ich hole dich gleich zurück, aber erstmal die Kiste. Ist bestimmt aber nur die Karte drin. Hä? Gut, dann hole ich jetzt erst Melody. Von wo komme ich? Von hier, ne? Melody, tut mir sorry. Wo ist die? Ah. Okay. Ich komme. Wie kann ich denn machen, dass die mir folgt? So nicht. Ach ja, ich muss hier was tragen. Ach so. Okay. Ein bisschen nachdenken wäre ganz gut. So, was hat es mit dieser Truhe auf sich? Können wir die einfach noch nicht holen, weil... Gehen wir halt... Was ist das? Heiliges... Wow. Was? Was war das? Warte. Ich wollte gerne mein Schild rausholen. Wie kann ich mein Schild rausholen? Komm mal hierher. Dreh dich mal so rum. Wie kann ich mein Schild verwenden? So. Aber das... Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Warte. Schätzchen, du musst hier mal kurz hin. So. Damit ich hier runtergehen kann. Nein! Sie... Bist du denn dull? Du musst doch da auch stehen bleiben. So. Und jetzt bleib da. Warum dreht sie sich jetzt weg? Ist sie dumm? Bleib da einfach. Hä? Oder muss ich jetzt hier so mich töten lassen? Ich kann das Item nicht verwenden. Warum nicht?
Hä? Ich komme gerade nicht ganz. Soll ich sie da reinschmeißen? Nee. Hä, Medulli, du wirfst Rätsel auf. Das wollte ich jetzt nicht, aber... Stirb ruhig. Nein. Komm her. Du... Hä, ich verstehe gerade nicht, wieso die sich dann immer umdreht. Hör auf. So? Warum... Ach Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich bin doch dumm. Ich bin daran gewöhnt, dass man, wenn man A drückt, die Sachen runterlässt. Aber in Wind Waker ist das anders. Da schmeißt er die. Man muss das drücken. So. Dreht sie jetzt. Willst du mich komplett verarschen? So. Bleib so stehen. Bleib einfach so stehen, verdammt. Ja! Danke. Danke. So? Jetzt schmeiße ich dich auch nochmal. Hier. Ich lerne nicht, ne? Ich bin einfach lernresistent. War gleich mal so doof. Aber da ist so ein Ding gar nicht. Ups. Na gut, dann komm mal mit. Ich habe keinen Plan, wohin wir gehen sollten. So eine Gamepad. Ach, ich habe sogar eine Gamepad-Karte. Lol, obwohl ich nicht auf dem Gamepad spiele, auf dem Gamepad ist eine Karte zu sehen. Das ist ja gar nicht mal so doof. Weil mein Gamepad lädt gerade und trotzdem kann man es als Karte verwenden. Sehr cool. Was ist denn das? Oh! Hallo! Oh, kann ich dich anvisieren? Zack! So. Da vorne ist wieder so eine... Können wir die Kiste wenigstens mitnehmen? Was ist das denn? Ach so, hier ist wieder so ein... Schalterrätsel? Okay, der Tempel ist gerade ein bisschen konfus, aber... Ist okay. Glaube ich. Ah... Ich glaube, du musst dagegen, gegen die Truhe leuchten. Kann das sein? Kann das sein? Das hat nicht geklappt. Es scheint, als könnte ich mit meinem Instrument Licht reflektieren. Danke! Wenn du mich anweist, werde ich mein Instrument zur Hand nehmen. Okay. So. Drehst du dich bitte? Meduli? Ah. Ach so. Okay, dann müssen wir gleich nochmal kurz in den anderen Raum zurück. Weil dann kann ich ja doch die andere Truhe noch holen. Ups. Okay. Das könnten wir sogar ganz gut brauchen. So, da... Oh, was? Nein! Du! Was du denn für ein, hä? Was du denn für ein voll Verrückter? Lass Medulli in Frieden. Kann wohl nicht wahr sein. Warte, bevor wir hier noch jetzt weiter complicated irgendwas machen. Ah. Soll ich die jetzt hier zurücklassen? Nee, ne? Das kann ich doch nicht machen. Mach's trotzdem. Viel Spaß mit der Hand. Bis zum nächsten Mal. Hier brauche ich sie aber. Wo ist sie? Da vorne. Okay, sie will mir sagen, dass wir in einen anderen Raum gehen. Du beklopptes. Komische Geräusche. Wir gehen in einen anderen Raum nochmal. Komm mit.
und checken dann nochmal die Truhe aus. Vielleicht haben wir da ja irgendwas Tolles drin. Als ob die... Mann, ihr seid doch alle doof. Ihr habt alle ein Problem, ey. Tschüss. Das sah cool aus. So. Ich muss diese Schwarzen erstmal hierher locken. Komm her. Komm her, komm. Wie dumm kann man eigentlich sein? Und... Heps. Jetzt als nächstes kommst du. Komm, 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 komm. Dun, 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 dun. Wie er doch so in seinen Tod reingesprungen ist. Komm her, na. Komm, du willst es doch auch. Pff. Wie er mich noch geprankt hat. Dafür wirst du bezahlen. Bams. So. Okay. Jetzt lassen wir sie runter. Und sagen... Taktstock. So. War jetzt eigentlich... So zählt's. Okay. Sehr gut. Wir missbrauchen die aber voll für unsere Zwecke, ne? Was haben wir denn hier drin? Was so special ist? Die Kirche, ich hab's mir schon gedacht, ne? Okay. Hier haben wir auch dieses Teil. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Aber das machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, Leute. Schaltet wieder rein beim nächsten Part des Dungeons. Bis dahin. Ciao.